Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Wir haben in der letzten Folge ja schon an, wir leiden immer noch an finanziellos Problemos, stehen aber glaube ich gar nicht mehr so schlecht da. Wir haben unsere Kampfeinheit hier oben fertig gebaut, plus unsere paar Häuser. Und was ich gerne machen würde, die nächsten paar Folgen, oder schauen, dass wir es vielleicht Häuser können kriegen, dass wir den Dorfplatz mehr in Richtung Dorf bringen. Und zwar nach hier oben. Ich würde hier den Dorfplatz hinbauen. Dass wir wirklich hier außen rum die Geschäfte hinsetzen können. Hier ein paar Plätze hin und her. Glaube ich, sehr, sehr nett aus. Vor allem, ich glaube, das Teil hat einen Einflussbereich, wo sie Sachen verkaufen. Und ich glaube, wenn ich ihn hier nach hier oben setze, dann ist es im Einflussbereich von allen Gebäuden fast. Und somit für uns sehr positiv. Und allgemein würde ich gerne schauen, dass wir die ganzen Produktionsgebäude irgendwie hier nach hier drüben kriegen. Vor unser Dörfchen. Und wir vielleicht hier später nochmal ein eigenständiges Dorf oder sowas aufbauen machen eher. Aber lassen wir die Zeit mal laufen. Wir müssen ja eh schauen, dass wir ein bisschen Geld wieder reinkriegen, weil wir sind ja immer noch sehr, sehr pleite. Jetzt ist die Frage, kann man Army Manager, Neuling Marie, Soldat, ungeübt, verfügbare Mission, akzeptierte Mission, Kampfhistorie. Wurde ein Haus fertiggestellt. Ich habe hier, glaube ich, vorne wieder freigegeben zum Bauen, ne? Ja, den Bereich habe ich wieder freigegeben. Noch relativ viel zum Abholzen aktuell. Kommen Sie eigentlich damit zurecht, alles abzuholzen? I don't know. Ich werde aber hier nochmal den Abbau genehmigen. Dass der Wald auch weg kann. Und der Fischerplatz wird auch besser. Ja, das Dörfle lübt schon. Das Dörfle lübt. Hier sind unsere Schäfer. Wir können ja mal schauen, was können wir denn mit Estimated Manager. Geht noch nichts, weil wir nur Leibeigene haben. 10 Mönche, Mönchstatue. Mhm. Schaltet Steuerbehörde frei, Handelsbonus. Dafür brauche ich Bürger und Bürgerliche. Wenn ich wüsste, wie ich Bürgerliche kriege. Das war der Kaufbutton. Das war Einnahmen. Das war Handel. Ah, guck mal, ich kann ja den Handel jetzt hier freischalten. Bedeutet, wir könnten Brot verkaufen. Also viel Brot haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Verkauft. Kohle. Eisen. Fisch. Was ist das? Wein. Beeren und. Oh, zwei haben sich beschlossen, hier zu bleiben. Auch nicht schlecht. Jetzt geht's wieder rauf mit dem Geld. Mit plus 16 sind wir gleich ganz gut dabei. 70 Einwohner haben wir schon. Holla! Das ist echt ein großes Dorf mittlerweile. Das ist euer Dorfzentrum. Ihr könnt es nicht aufgeben. Ich kann Landstriche aufgeben. Das ist ja mal interessant. Bedeutet, ich könnte den hier zum Beispiel aufgeben, wenn ich nicht will. Aha. Aha, 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 aha. Aber jetzt lassen wir das mal alles, weil ich glaube, wir stehen eh relativ gut da. Wir brauchen eh noch einen Fischer hier aktuell. Wie viel Neulinge? Ich müsste halt wissen, wie viel aktuell einen Job haben. Das wäre gut zu wissen. So eine Oberfläche, wo man sieht, so, yo, so und so viel haben gerade. Bevorraten. Wir haben 104 Brot. Holla! Hier ist ein Schneider drin, der arbeitet auch fleißig. Du hast die zwei Holzplätze. Und der eine ist eh schon relativ voll. Mit 54 Holz sind wir ordentlich dabei, aber wir haben ja auch dementsprechend viele Holzfäller, ne? Unser Dorf liegt auch noch schön im Wald. Das ist schon fast das gallische Dorf hier. Haben wir eigentlich schon alle? Ja, da ist ein Wassertrog, da ist ein Wassertrog. Gut. Weil wenn wir denn hier das Ding bauen, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal Einfluss. Aha, der Wind läuft so heutzutage. Militärmission verfügbar. Ich spreche gerade schwer, einfach. Weit entfernt, weit entfernt. Zweis ist das nicht zur Entsendung eurer Soldaten. Mission anzeigen. Mein Heer zwischen dem Reich und unserem bösen Nachbarn brodelt es.
Ich persönlich weiß nicht, worum es geht, aber der König bittet euch um eure Hilfe. Natürlich werdet ihr für eure Kriegsanstrengungen belohnt. Der Weg in die Zukunft könnte mit Unsicherheiten behaftet sein. Also seid besser vorbereitet. 100% Chance auf Goldbelohnung. Lasst mich nachdenken. Irgendwas auf gewöhnliche Belohnung. Also ich krieg auf jeden Fall Gold, ist schon mal gut. Also los geht's. Ihr habt einen neuen Auftrag. Entsendet Soldaten, um dem König zu helfen. Und wie schicke ich dich jetzt los? Alle befördern? Ah, geht gar nicht. Scheiße, ich habe keine Kohle aktuell. Oder geht mein Soldat selber los? Das sind jetzt so Sachen, die ich gerade aktuell nicht weiß. Was läuft denn da jetzt weg? Das ist ein Händler. Senden. So. Unser Soldat marschiert los. Auf. Minus 5. Okay. Kein Plan, wie gut das jetzt funktioniert. Aber ich denke mal, das wird schon irgendwie klappen. Was ist mit dem Geld? Ist aktuell so eine Sache. Die Frage ist echt, ob wir, weil da oben ist ja, das ist ja kein Eisen. Hier wäre Eisen, das wir später abbauen müssen, um Schwerter bauen zu können. Hier ist noch viel Stein. Wie schaut es eigentlich mit dem Steinbruch da unten aus? Lebt noch, aber ja. Ich würde mal sagen, dass wir das hier aufgeben. Bis wir da besser behaftet sind. Einfach mal. Ich glaube, ich habe einfach zu viel gekauft. Das war einfach zu viel. Ich bin bei, boah. Dorfausgaben sind schon brutal. Wird auch irgendwie nicht gebaut, kann es sein? Ach, da fehlt uns aktuell noch Gold, um den Bau zu beginnen. Oh. Jetzt ist Baubeginn. Ha! Abgetimt. Kannst mich mal. Einer beschlossen anzuschließen. Wo ist unser Baumeister? Wo sind sie denn? Wo basteln sie denn? Da ist er. Der arbeitet heute hier. Friedrich ist wieder da. Der Level 3 Baumeister. Ah, die wollen eine Kirche auch haben. Ahahaha. Schau an, die brauchen eine Kirche. Also ist die Kirche schon wichtig. Au. Oh. Das ist gut zu wissen. Wir könnten rein theoretisch hier eine kleine Dorfkapelle hinbauen, aber ist auch wieder so eng, ne? Oder was sind die... Es ist alles so schräg. Hm. Da bin ich ein bisschen unzufrieden mit den Schrägen. Deswegen hätte ich einfach hier unten gerne gebaut, ne? Hier unten diese Fläche wäre super gewesen, aber ja. Markt ist fertiggestellt. Was kann ich denn hier zum Beispiel verkaufen? Kleidung, gewöhnliche Kleidung. Dafür brauchen wir jetzt aber sicherlich noch einen freien Dorfbewohner. So. Jetzt heißen sie schon mal Female 169. Jetzt sind sie zu faul, den Namen zu geben. Nö, du bist... Wie nennen würde ich... Ah, nenn ihn Female 69. Wird schon keiner merken. Huch. Zeit hat anhalten. Dorfbewohnerliste. Wie viel freie Arbeiter haben wir denn aktuell? Arbeitslos? Du wirst. Wo ist ein Soldat? Ich hätte gerne noch ein paar Soldaten. Gibt es hier gar nicht? Fischer, Bäcker, Schwerfäscher, Schreiner, Steinmetz, Baumeister. Ich hätte gern Soldat. Allgemein. So.
Jetzt haben wir 4 Soldaten. Hier steht plus 19. Warum kriege ich das Geld nicht rein? Und jetzt dürften ja rein theoretisch eigentlich keine... Doch, ein Arbeitsloser... Es sind mehrere Arbeitslose noch, aber vielleicht sollten wir ein paar... Weil der Soldat wurde besiegt. Oh. Au. Oh. Ja. Das ist jetzt eventuell nicht so gut. Meine Freunde, wir haben einen tapferen Helden verloren. Army Manager. Teilweise ausgebildet, teilweise ausgewählt, teilweise ausgebildet. So. Die ist aber schwer vom Schwierigkeitsgrad. Dafür sind unsere Soldaten noch nicht ausgebildet genug. Würde ich jetzt sagen. Wir müssen einmal Gedenken halten an unsere Soldatin. Was sie geleistet hat. Wir müssen eine Kapelle bauen. Genug getrauert, jetzt muss eine Kapelle gebaut werden. Eine Dorfkirche. Ein Hauptgebäude. Kann man die außerhalb bauen? Jo, die kann ich auch hier oben notfalls bauen. Also kann ich mich hier schon ein bisschen austoben, wo ich sie hinsetze auch. Ich hätte die schon irgendwie gerne hier. Also eine Mini-Kirche, das ist auch wieder kacke. Wir setzen die jetzt einfach hier hin, so schaut's aus. Ich überlege gerade genau, wie ich sie setze. Das ist gerade das Problem. Hier. Natürlich kriegt sie einen Steinturm. Der wird schön erhöht. Das Gebäude selbst kriegt noch ein bisschen Erweiterung. Holzkreuze außenrum gesetzt. The Graveyard sozusagen. Holzerweiterung B kommt hier noch dran. Das ist bewegt das ganze Teil jetzt. Hups. Das ist nicht der Plan. So. Holzerweiterung A. Kommen dann noch 2 Erweiterungen hin. Dann tun wir die Kreuze dazwischen, so. Dann ist das jetzt so der Gedenksplatz. Dann brauchen wir noch die Tür C. Ja, das schaut doch super aus. Uns fehlt aber das ganze Gold dafür. Komm, gib das Gold her. Wir sind bei minus 3. Oh, ungut. Ich habe gleich falsch investiert in diesen Dörfchen. Jetzt müssen sie anfangen, die Dorfkirche zu bauen. Wie schaut es eigentlich mit den Wäldern aus, die ich euch befohlen habe, abzureißen? Eine Truppe müssen wir auch abbauen. Hier, guck mal da. Das Wald, tut den mal weg. Der bedrängt uns. Der bedrängt uns, Junge. Würde er nicht hier drin auch anfangen, den Wald zu roden? Ja, du kriegst gleich eine Audienz. Gib mir eine Sekunde. Ich mal gerade. Hui. Malen. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe es echt geschafft, den Spielstand zu löschen. Das habe ich total vergessen zu sagen. Der Texte-Spielstand ist weg. Nicht da bleiben, da bleiben. Bittet um Audienz. Jetzt ist zu spät, hups. Das Spiel läuft jetzt so schnell, dass ich die Audienz nicht mal abfragen durfte.
Ah, da entsteht schon die Kirche ein bisschen. Ich glaube, das ist das, was mir dauernd gefehlt hat, um die Dorfbewohner abzugraden. Das war mein Fehler. Das ist ein großer Fehler. Hololo. Boah, dann ziehen wir eine Mauer bis hier hin. Dann kommt hier oben noch. Hier wäre auch dann Eisen. Alle wollen geupgradet werden. So viele wie geht, werden zu Leibeigenen. Vielleicht plus 26 wieder. Ich weiß nicht, wie das immer hing. Ich verstehe noch nicht so ganz das Ausgabensystem auch. Na, vielleicht checke ich das irgendwann. Oder jemand von mir kann es erklären, genau wie das jetzt funktioniert. Wie viel Fisch haben wir hier für Lage? Fisch, Fisch. Alter, Fisch essen die wie warme Semmeln, heißes Gefühl, oder? Das gibt's doch gar nicht, dass wir nie Fisch auf Lager haben. Was sagt denn unser Dorfplatz? Was wird denn aktuell alles verkauft? 16 Fisch wurde diese Woche für 160 verkauft. Wow. Bären Brot wollen sie gar nicht, genauso wenig wie Klamotten. Wir haben auch keine Klamotten eigentlich aktuell auf Lager. Können wir eigentlich hier irgendwo jetzt Klamotten lagern? Das ist meine Frage. Wird es außerhalb gelagert? Wird es hier gelagert? Jo, Klamotten. Weil da sind ja 50 auf Lager. Der Sammler müsste das nur einmal abholen. Dann kann wahrscheinlich der vom Handelsplatz das auch holen gehen, oder? Ich möchte kaufen. Steinblöcke und Bretter will er kaufen. Er läuft jetzt alle ab, guckt, was er kaufen kann und was nicht. Wo läuft denn der hin? Ah, der läuft wieder heim. Okay. Wie geht's mit der Kirche voran? Gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao! Everything changes.